Ein weiterer Neuzugang beim TSV ist der Kadir Mutlur. Kadir, du hast eigentlich oder bist eigentlich in der vierten, fünften Liga zu Hause, kann man sagen. Ein Mittelfeldmann, offensives Mittelfeld, einfach der kreative Kopf, den der TSV benötigt hat. Worin siehst du in dir deine Stärke oder die Verstärkung des Teams? Ja, durch meine Erfahrung, ne? Dass ich durch meine Erfahrung der Truppe weiterhelfen kann. Wir haben ja eine sehr junge Truppe. Und dass ich dann mit meiner Erfahrung halt dann weiterhelfen kann. Ne? Du bist jetzt 33 Jahre, spielst auf einem Top-Niveau. Ich habe dich in Hordel sehen können. Beim Testspiel war, muss sagen, wirklich richtig begeistert gewesen von deiner Spielweise. Würde man sagen können, dass du dich hier als Spielmacher auch siehst beim TSV? Ja, auf jeden Fall. Dass ich ja klassischer Zehner bin, dann ist okay. Die Position ist gerne für mich. Ne? Bin ja. Ich gerne auf da. Es sind ja einige Spieler auch vom VfB Hülz gekommen, aber nicht nur vom VfB Hülz, auch von anderen Vereinen. Insgesamt 15 Neuzugänge, das ist ja schon eine Hausnummer, das hat man auch nicht alle Jahre. Das ist also ein ziemlicher Umbruch beim TSV. Wenn man sich überlegt, welche Qualität dazugekommen ist, wenn man jetzt eine Prognose abgeben sollte für das Ende der Saison 13/14, auf welchem Platz würde der TSV stehen? Ja, wenn man nach Namen guckt, sollte der TSV an erster Stelle stehen. Aber ich sag mal, die Saison ist lang. Da braucht sich nur ein, zwei Mal verletzen von den Leistungsträgern. Und dann, also ich sag mal, unter den ersten drei müssen wir dabei sein. Wie kam der Wechsel eigentlich zustande? Bist du auf den TSV drauf zugekommen? Hat man dich angesprochen? Gab es auch Angebote von anderen Vereinen? Nee, so direkte Angebote gab es nicht, aber der Holger hat mich sofort angerufen, wo er das erfahren hat, dass VfB Hülz ein bisschen an der Kippe ist, dass da Gehälter gestrichen werden, hat er mich darauf angesprochen. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich nach TSV hier in TSV lande. Aber also quasi ein ungeplanter Wechsel, ja, ist er gekommen. Ja. Man ist ja in guter Gesellschaft, es sind ja noch einige andere Spieler hier. Ist das eigentlich eine schöne Sache, wenn man wieder mit alten Spielkameraden zusammenkommt? Ja, ja sicher, aber ich habe damit keine Probleme, ich finde mich mit jedem. Ist klar, dass ich da vorne einen Erwig habe, der weiß, wie ich die spiele, ich weiß, wohin der hinläuft. Also eigentlich habe ich keine Probleme, natürlich freue ich mich, dass er da ist und dass er Lukas hier ist.